Fiora. Shulk. She's... Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mechonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mekon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Ja, aber sowas von. Yes. We will get Fiora back. Als ob wir jetzt aufhören würden. Oh, Warframe, ja. Ich habe tatsächlich eine Aufnahme übersehen. Ich hatte, also mit der Uhr oder ohne die, die ich heute geschnitten habe, habe ich noch eine. Dachte, ich hätte sonst keine mehr. Dachte ich mir, da reicht sie mich auch, wenn ich nächsten Samstag wieder Skyrim spiele. Dann kann ich mein Versprechen doch halten. Video? Kein Video. Dionys Daumen. Harmonie verändert. Haben wir sie jetzt, ja. Da kommt schon das nächste Deal. Dann schätze ich, kommt da ein Video. Hey, auf 28,5 Grad runter. Von 29,4. Fast ein Grad. So, lass mal googeln. What the? Is all that big sword? Oh, if he's, then ouchy ouch! The sword of the Mekonis. The entire valley below. The whole thing is its sword. Something seems unnatural. What do you mean? Look, that flowing light. From the way it glows, it has to be ether. But it looks like it's being drawn in by something. By the fortress. It should just be up ahead. Father once told me that the Mekonis absorbs the ether of the Bionis and uses it for sustenance. So the Mekonis feeds off ether? Then undoubtedly the ether serves as the Mekon's energy source as well. Okay, so, what haben wir hier? Nix! Oh. Ich wollte gerade, ich habe letztens Mario gespielt und bei solchen Teilen springt man und dann macht man so eine Arschbombe nach unten. Geht hier nicht. Dunkelflasche. Rotes Rädchen. Hat noch ein Video. Sag mal. Also, Schwertteil.
It looks so big, even from this distance. The fortress must be enormous. Galahad Fortress, the frontline base of the Mekon. The Mekon that attack Bionis must all come from here. Then there's a high probability that he's there. The golden Mekon that took Fiora. We're about to enter the Mekon stronghold. If there's anyone who wants to turn back now. Shulk, friend should no split up. No leave friend behind. Ricky's scared, but Ricky won't go too. Ricky. He's right. Okay, let's go. Yes. So, da fällt mir erstmal was ein. Talentbäume. Den haben wir fast voll. Was haben wir hier noch? Kampftalent erhöht die Chance einer Angriffskettenverlängerung. Rückenleiste nimmt außerhalb von Kämpfen weniger ab, haben wir schon ausgerüstet. Hut steigt stark, wenn keine Rüstung, das ist mal voll bläh. Ah, falsch. So. Edelmut, was haben wir hier? Kampftalent, was haben wir denn da unten? Physische Abwehr und Ätherabwehr von leichter Ausrüstung. Kritische Treffer heilen, KP, der ist doch nice. So. Hier haben wir gar nichts. Hey, warum ist hier ein... So. Erhöht die Agilität, den kann er brauchen. Hier können wir nichts machen. Stärkt empfangene Heilungen. So, hier. Ist voll. Was haben wir hier? Kampftalent Mut steigt durch erlittenen Schaden. Erlaubt das Tragen von schwerer Ausrüstung. Gehen wir hier rein. So, von ihm erhöht tagsüber die Stärke. Kampftalent Wut steigt stark, wenn keine Rüstung. Das finde ich vollkommen... Bums Banane, aber mache mal. Agilität steigt, wenn KP unter 50 fallen. Hier können wir nichts. Hier können wir auch nichts und hier auch nicht. Er ist auch wohl. PHA bei Kampfbeginn gegen stärkeren Feind. Im Kampf erlangte TEP. Komm, gehen wir mal da rein. Kostet 14. Erhöht die Agilität. Was haben wir hier? Entschuldigung. Abbauen. Nachts die Stärke. Nehmen wir mal den da. Er hat keine Münzen mehr. Kampftalent. Die ganze Gruppe erhält die mit schnappgeklauten EP. Techniken laden sich tagsüber schneller wieder auf. Nach Kämpfen tauchen öfter silberne Schatztruhen auf. Gehen wir doch mal da rein. Falsch hier. Hier hat man gar nichts.
Ja, auch nicht. So, was haben wir hier? Kampftalent, Immunität gegen Ätherschwächung. Frost wirkt länger auf Feinde. Kampftalent erhöht ausgeteilten Windschaden, steigert Ätherkraft bei Kampfbeginn, erhöht ausgeteilten Elektro und... Geh mal da rein. So, halt. So, sie hat sonst nichts. Verringert die Wirkung von Stacheln. Habe ich schon da drin? Kampftalent, Tollkühnheit. Der Kampfbeginn, das passt. Erlaubt das Tragen von mittlerer Ausrüstung, gewährt mehr EP für das Erfüllen von Missionen. Halt beim Ermutigen eines Gefährten gleichzeitig KP. Da können wir nur den. Okay, Techniken. Ja, ist gut. So. Rückschlag. Den nehmen wir mal. Bei 6. Den oder den? Den mache ich häufiger, ne? Eigentlich müsste ich TP farmen ohne Ende, ne? Himmelsschraube. Reichweite trifft. Relativer Stich, der eine Blutung erzeugt. Weltenschlag. Blitztritt. Harter Tritt nach Orkanschneide lässt der Freunde schwanken. Orkanschneide nach dem da. Stahlstoß. Mächtiger Körperstoß, der schwankende Feinde umwirft. Wirkungsdauer geht dann nicht hoch. Was haben wir hier noch? Ohne Gleichen. Motivationsaura, die Stärke steigert und Panik bei Gefährten heilt. Nehmen wir den mal einmal hoch. Fixiert den Feind mit einem Blick und erzeugt Konzentration. Den können wir aber nicht mehr. Brench hoch. Heilt Panik. Bei Aktivierung Wut erzeugen. Nehmen wir den mal noch hoch. Himmelsodem. Aura, die Schwächungen löscht und Hast gewährt. Blendende Blüte. Beeindruckende Aktion, die Gegnerwut auf Dunban lenkt. Hätte ich den vielleicht mal hochziehen sollen. Hätte die vorher unten gucken sollen. So, sie hat 11.000. Reinigungsschrot. Bildschwächungen verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität. Schildschuss. Heilkonter erzeugt Ätherbarriere, die bei jedem feindlichen Angriff KP heilt. Kann ich nicht leveln. Harrenhaltung, Aura, die Wut senkt und somit verhindert, angegriffen zu werden. Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt.
Reinigungsschuss. So, hauen wir mal Schildschuss ein hoch, Heilkonter. Können wir nicht. Aller Gefährten heilt ist schon oben. Schwächungen, kurzzeitig Schwächung, das ist doch ein und dasselbe hier. Der ist stärker. So. Hauen wir den nochmal hoch. Dann war's das schon, ne? Reinigungsschuss können wir nochmal hoch. So. Knochen versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag. Kriegsschwung, Drehschlag, der alle Feinde in Reichweite angreift. Der hört sich doch mal gut an. Bloß mit der Waffenspitze der großen Schaden zufügt. So, wo ist denn der Aggro-Schlag? Ja, die Wut der Feinde, den haben wir schon oben, okay. Laria, die mehrfach den mehreren Feinden vor dem Charakter schadet. Schildstoß, Stoß mit dem ausgeklappten Schild macht Feinde ohnmächtig. Contact, Aura, die stark die Wut der Feinde steigert, damit sie angreifen. Der ist doch mal. Wachdienst, klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blocken. Okay. Sag mal. Oh, reicht nicht. Scheiße. Ja, dann können wir den nochmal hochschieben. So, was hast du denn? 24.000 Schleich. Ach du Scheiße. Ricky schleicht sich von hinten an und fügt großen Schaden zu. Rückentreffer mal 3. Aufladen und Schaden geht hoch. Beiß, beiß. Rickys Waffe beißt zu, erzeugt Blutung. Von hinten erhöhte Dauer. Schaden geht hoch, Aufladen geht runter, Blutungsschaden geht hoch. Spuck, spuck. Ricky kaut Magna Giftgras und spuckt eine Wolke nach vorne. Ach, Sitz. Ricky beruhigt Feinde mit Magna Blumen. Manche werden friedlich. Okay. Holper die Stolper, Chance Feinde umzuwerfen, unabhängig von ihrem Zustand. Wirkungsdauer, wenn umwerfen scheitert, Fessel. Für den Gegner oder für Ricky? Freu, freu, heile, heile. Okay. Die Heldenzeit, der Großheld stürmt von einer gesegneten Aura umgeben. Wora. Mutwert sinkt nicht mehr. Nur Nutzer. Okay. Heile, heile. Packen wir mal da hin. Ricky tot. Ricky stellt sich tot und kann ihn ignorierende Feinde überraschen. Konter-Aura setzt Gegner dem Zorn des Heldenporn aus. Was ist Ricky eigentlich? Das ist eigentlich auch ein Tank, oder? Oder ist es ein Supporter? Holla Kolla, Ricky macht ernst. Dreier-Kombo, die Feinde schwanken lässt. Da
kann auf jeden Fall heilen. So. Oh. Ah, ob das so... Da habe ich mich gerade... Scheiße. War richtig verkackt. So. Erdruf. Erde senkt physischen Schaden. Abfeuern. Feind vergiften. Heilgeschenk. Opfert KP von Melia, um KP eines Gefährten zu heilen. Wasser heilt KP. Und den kann ich natürlich nicht. Oh Mann. KP eines Feindes absorbieren. Wind steigert die Agilität, Erdruf senkt physischen Schaden, analysiert und reproduziert das zuletzt gerufene Element, Heilgeschenk, Hypnose, Erde aus dem Boden hindert die Feinde daran, sich zu bewegen. Gezielter Tritt, physischer Nahkampfangriff, Hirnschock setzt innere Kraft frei und versiegelt die Techniken der Feinde. Dann kann ich nicht höher packen. Schattenstich. Oh. Da will ich rüber. Explosion geht nicht. Der geht auch nicht. Hypnose. Können wir nicht Flammenruf. Feuer steigert die Stärke. So. Die ich hochhaben will, die kann ich wieder nicht. So eine Scheiße. Na da, Hirnschock können wir auch nicht. Gut, das war's. Rubbe. Mal ein bisschen rumprobieren. Ja, ein Knüppel als ein Schwert, ja, du weißt ja nicht, ne? Für uns mag das halt nicht sein, aber die sind ja viel größer. Vielleicht ist es da wieder scharf. Verstehst du die Logik? Also da drin macht das Sinn, aber macht das hier draußen auch Sinn? Das ist gerade ein bisschen die Frage. So, jetzt probier bin ich mal. Haben wir gleich wieder ein neues Ding. Mal ein bisschen rumprobieren hier. Neues Video. What's that? A supply convoy. It would be most unwise to proceed without restocking our supplies. You arranged this for us. Hey, it's... Dixon! Bei dem bin ich mal ja auch noch nicht schlüssig, ne? Was hat der da, der hat ja gesagt, dass wir gegangen sind? Meinte er ja, hat er was in seinem nicht vorhandenen Bart gemurmelt. Da bin ich echt mal gespannt. Looks like you lot have been having fun without me. Heard you took care of that faced Mekon. What are you doing here? I got wind of some allied force coming together a few days back. I stepped up as the representative of the Homs. Then a little birdie told me you lot were heading for Galahad Fortress. So I thought I'd drop by and say hello. I've got a whole stack of new equipment. Want some? Yeah! I was hoping for some new stuff. Hold it, Ryan. You know it's gonna cost you.
You cheap old man. Hey there. Wenn du bereit bist, erzähl mir alles, was bisher passiert ist. Da scheint dir eine ganze Menge geschehen zu sein. Hör gut zu, Dixon. Okay. Hätte vielleicht doch vorher gucken sollen, oder? War ja fast klar. Fiora? You mean Dunban's sister? Ja. Yes. So that's why you're all looking so down. I can't believe they're sticking Homs into those faced Mekon. Looks like they weren't just eating us. They made Mumkar into one. He was the one who attacked Colony 9. Oh, and there was me thinking he snuffed it in that battle. Aren't you surprised? That he attacked Colony 9? I don't know what drives those Mekon. I've given up trying to figure them out. It don't surprise me one bit. Still, Mumkar as well, eh? Things are getting interesting. Warum? Sorry? Oh, nothing. It is time for us to return. I would like to continue providing assistance, but my help is required in assembling Homs for the Allied force. There are also my duties as seer to consider. Then I'll be off too. You lot should be all right getting Fiora back. In the meantime, we'll be getting ready for battle. Thanks for coming this far. We'll be fine. We can handle ourselves. Galahad Fortress is a key position for the Mekon. You can't just rush in, all guns blazing. Warum nicht? Agreed. We will infiltrate via the ether inlets. If I'm right and the Mekon do feed off ether, then we're sure to find some form of influx channel. Our objective is to reach one of those channels. Don't go dying on me, Shulk. I won't. You take care as well. Cheers. Mit den beiden